herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sternschweif. Beim letzten Mal haben wir hochoffiziell die Stadt mit dem Salamanderstein betreten und er wurde uns hochoffiziell gestohlen von Gavron und der ist mit den Dienern des Namenlosen im Bunde. Unter anderem auch eine gewisse Vindaria Egelbronn. Ja, da hat uns ja ganz am Anfang dieser Händler 1000 Dukaten geboten, um den Stein zu Vindaria zu bringen. Und wir haben gleich zwei Nester des Namenlosen hier in Lovang ausgehoben. Einmal Vindaria, Egelbronns Heimstätte und dann noch Alien Silberquells Haus. Haben jede Menge Waffen dabei gefunden und zwei Salamandersteine. Eine Fälschung und einmal das Original. Ja, und ich glaube, es wäre schlauer gewesen, hier sich nicht mit Waffen künstlich einzudecken, sondern einfach den namenlosen Dienern die Stirn zu bieten. Aber egal. Wir haben gesiegt und sind ziemlich reich, wie ihr jetzt sehen könnt, weil wir einen Großteil der Waffen wieder verkauft haben. Das habe ich auf Kamera noch zu Ende getan. Ja, es gab noch eine kleine Rangelei, weil hier die Arbosch und Jaige einfach keine Lust hatten, Schuppenpanzer herumzuschleppen und wollten beide lieber ein Kettenhemd haben, aber das konnten wir auch lösen. Und ich habe die Helden mit jede Menge Menchalkaktus oder Kakteen versorgt. Jeder hat 10 Stück gegessen. Jeder Menchalkaktus steigert nämlich die Magieresistenz um 2 Punkte. Und dann haben wir noch jede Menge Belmat-Blätter verteilt, sodass alle jetzt ziemlich hohe Magieresistenzwerte haben, weil wir gleich den härtesten Kampf der gesamten Nordland-Trilogie zu bestehen haben und eine hohe Magieresistenz ist einfach Pflicht. Es gibt auch ein paar andere Wege, aber das ist echt was für Hardcore-Spieler. Und ich habe zudem je 20 Pfeile bei den Damen mit Angstgift beträufeln lassen. Wenn da Trefferpunkte erzielt werden, nimmt der Gegner Reißaus. Und wir werden jetzt mal wieder Lovang, nicht mal wieder, sondern Lovang verlassen. Und ich denke, das wird jetzt auch das letzte Mal sein, dass wir Lovang betreten haben. Gut. Jetzt passiert etwas. Also baut sich jetzt ein ganzer Trupp düsterer Magier und einige Schergen vor uns auf. Und man kann auch hier den Stein lieber abgeben. Ich glaube, man kann die sogar mit einer Fälschung täuschen. Mit der Fälschung täuschen bin ich mir aber nicht so sicher. Aber wir lassen uns doch nicht von euch einschüchtern. So, hier ist der epische Kampf schlechthin. Wie ihr sehen könnt, gleich zum Beginn 6 Kampfmagier und 4 Streuner. Und gleich 10 Schadenspunkte auf. Autsch! Gleich 10 Schadenspunkte hier auf Xania. Ich glaube, Xania wird sich mal lieber erstmal hier mit dem Armatrutz versorgen. Und der erste Streuner zieht Leine, weil er
Angstgift abgebekommen hat. Das ist sehr erfreulich. So, und der erste Kampfmagier ist platt. Und Mirel wird mal versuchen, den zweiten davon zu jagen. So. Und das ist genau wie die Orks von Iramis. Der Gegner stürzt sich in mehreren Wellen auf uns, von daher wird Xania nochmal versuchen, sich zu beschleunigen. Ja. Oh ja, das tat weh. Mal sehen, wie den der Horiphobus schmeckt. Magische Wesen sind dagegen immun. Na toll. Gar nicht, um genau zu sein. Hä? Irgendwie habe ich eben noch die Meldung gekriegt, dass... Und der zweite ist platt, jawohl. Und ein verängstigter Kampfmagier verlässt das Geschehen. Das... Oh, da kommen die nächsten. Also weiter geht's. Dann wird Xania mal den Fernkämpfer hier ausschalten. Jawohl. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen betulicher aus, als es ist. Also wenn man hier nicht mit einer hohen Magieresistenz unterwegs ist, dann machen da einen diese Kampfmagier hier echt in 0,nix fertig. Die Kampfmagier sind also immun, glaube ich, gegen die meisten Beherrschungsformeln und auch noch gegen profane Waffen. Also mit denen ist echt nicht zu scherzen. So, ich jage, er kann zwar noch ein bisschen mitrangeln, aber kann nichts ausrichten. Okay, Xania fängt jetzt mal an, hier ein bisschen auszuteilen. Und da hat sie einen erledigt. Sehr gut. So. Jawohl.
Und in den Rücken die Ork-Axt, die Ork-Nase, jawohl! Und der letzte, mit dem machen wir jetzt kurz einen Prozess hier. Ach, Salz. Wir haben es geschafft. Boah, ja. Okay, jetzt rattert hier die Magieresistenz wieder runter, wie ihr sehen könnt. Und, ja, wir reisen weiter. Och, du liebes bisschen. Wir reisen weiter Richtung Blutzen. Da soll ja Ingramosch hin gereist sein. Und da sollen sie auch Orks verschanzt haben. Und einen Lagerplatz aufschlagen, ja. Oh. Xania hat irgendwas erwischt hier. Schlachtfeldfieber. Oh oh. Yoruga und Gulmond, wenn mich nicht alles täuscht. Für Xania und für Mirel. So, und die leeren Giftflaschen können wir wegwerfen. Und die Pfeile können wir aufeinander stapeln, was ein bisschen merkwürdig ist. 6 davon sind vergiftet, also es ist irgendwie vermischt jetzt die vergifteten und die normalen Pfeile. So, Rondran pflegt nochmal seine Waffen. Chagir genauso. Gut, wie hungrig sind die Helden? In Eria kann man ein bisschen Kräuter suchen. Ja, Yoruga wieder wunderbar. Xania kann noch ein bisschen meditieren. Autsch. Und einige Heilkräuter zu sich nehmen. So. Und dann würde ich sagen, speichern wir. Xania eine neue Stufe erreicht. Yay! Und die anderen wahrscheinlich auch alle. Und ich denke, es ist mehr als gebührend, jetzt hier den Mut zu erhöhen nach diesem Kampf und nachdem sie jetzt den Namen. Also das waren auch Diener des Namenlosen, die Magier. Und es werden wahrscheinlich nicht die letzten sein, die wir in diesem Spiel treffen. Ja, und da passt eine Muterhöhung natürlich absolut dazu. So, und was wollen wir nochmal senken? Ah, Totenangst vielleicht. Hat geklappt. 5 Punkte. Oh, ist das schlecht. Na, dann machen wir alles auf Astralpunkte und hoffen auf einen guten Wurf. Nein, ja. So viel dazu. Speere hat geklappt. Wurfwaffen nicht. Ach, ich wollte eigentlich übertragen, ne? Ach, naja. Seid mir nicht böse, aber ich lade hier nochmal neu. Ich habe hier irgendwie jetzt.
Ja, was weiß ich. Ja, ist alles in Ordnung. Bin ja mal wieder echt zu schnell gewesen. So. Jetzt immer ganz ruhig. Also alle Eingaben von Hand vornehmen. Mut erhöhen. Totenangst senken. Nicht geklappt. 7 Punkte. 6 auf, 6 auf Lebensenergie, 1 auf Astralpunkte umwandeln. Ja, und Steigerungsversuche umwandeln. Ja, also Talent in Talentsteigerungsversuche in Zaubersteigerungsversuche umwandeln, weil wir im Talentbereich gar nicht mehr so viel zu tun haben. Also gar nicht mehr so viel steigern können bei Xania. Klettern. Selbstbeherrschung. Gesellschaft werden wir feilschen. Ja. Nö. Und schwimmen. Ja. So, jetzt haben wir mich 35 Steigerungsversuche. Wunderbar. Destructibo. Verwandlung. Illusion. Paralü? Nö. Armatrutz? Nö. Ekopatia? Kann sie ja. Fulminictus? Nein. Fulminictus? Ja. Blitz? Nein. Blitz? Nein. Reclimtifactus? Bewegung? Acceleratus? Ja. Dämonologie? Furur? Ach, den wollte ich auch nochmal sprechen. So, böser Blick. Böser Blick zweimal geklappt, wunderbar. Große Gier, auch zweimal geklappt, fantastisch. Horiphobus vielleicht. Nö. Band und Fessel. Clarum Purum, nein. Ja, doch. Penetrizel nochmal, ja. Duplicatus, nö. So, was wollte ich denn noch machen? Destructibo? Ah, können wir nicht weiter? Heilung, Hellsicht, Erhöhung, Kampf. Verständigung. Verwandlung. Paralü, aber nee, klappt nicht. Ignifaxius, nö. Horiphobus. Ja! Nochmal Horiphobus vielleicht? Jetzt will sie es wissen. Nee. Und Band und Fessel? Auch nicht. Ja! Und der letzte! Analyse? Nö. Mirel, so. Wird auch, glaube ich, den Mut erhöhen. Das hat hier alle ja eben ziemlich abgehärtet und den Jezorn senken. Ja. 7 Punkte. Ja, machen wir wieder, was ich. 2 und 5 vielleicht, ja. Schwerter. Ja. Schusswaffen vielleicht jetzt mal nach Stufen, nach X-Stufen. Nee, das gibt's nicht. Heilkunde Wunden, hey, auf 14. Okay. Aber klettern will irgendwie nicht besser werden, partout. Na gut. Nochmal Krankheiten heilen. Nochmal Wunden heilen. Ja! Fantastisch. Verwandlung beenden. Beherrschung. Band Baladin. Und Band und Fessel. Ja, okay. Somnigravis.
Bewegung. Zaratus, ne. Heilung. Elemente. Ja, Solidirit. Kampf. Ignifaxius. Verwandlung. Armatrutz. Nö. Blitz. Ja. Fulminictus. Nein. Ach, scharfes Auge. Den wollte ich auch nochmal benutzen. Adlerwolf. Visibly Vanita. Insee und Fluss. Können wir auch nochmal. Kamioni. So, Hellsicht. Sensibar. Jo. Neria. Ist ja schon ziemlich mutig. Dann wird sie die Intuition nochmal anheben. Und die Raumangst senken. Ja. Und 5 Punkte. Hey. Und leider nicht geschafft, das Waffentalent zu steigern. Auch nicht die intuitiven Gaben. Dann Natur. Tierkunde nochmal versuchen. Auch nicht. Toll. Klettern. Schwimmen. Nö. Akrobatik. Körperbeherrschung. Schleichen. Und jetzt auch noch Selbstbeherrschung. Jawohl. Das war doch ein ganz netter Abschluss. Rondran wird auch den Mut erhöhen. Und die Raumangst senken. Nein, 6 Lebenspunkte. Das ist doch mal ein schöner Wurf. Und Schwerter, jawohl. 2 Händer. Ebenfalls, fantastisch. Und Hiebwaffen noch. Ja. Intuitive. Ja. Wissen. Kriegskunst 10 reicht. Akrobatik. Nö. Tanzen. Der nächste Ball ist bestimmt nicht fern. Reiten muss ein Krieger können. Ja. Und Akrobatik. Ach ne, kann ich nicht mehr. Bekehren nochmal. Abosch erhöht auch seinen Mut. Und den Jetson. Ja. Und 7 Lebenspunkte. Hä? Das geht. Okay. Äxte, nicht geklappt. Und Mist. Hiebwaffen. Auch nicht geklappt. Mist. Waffenlos, toll. Gefahrensinn. Nö. Schlösser knacken? Nö. Ja. Und wie sieht's mit dem Klettern aus? Endlich auf 10. Na toll. Und Körperbeherrschung. Und Selbstbeherrschung. Nö. Die Verfolger nähern sich. Kampf mit den Verfolgern. Toll. Das wird jetzt andauernd passieren. Dann wollen wir nochmal die... möglichst schnell davon jagen hier. Ach. 9, das tut weh. Vielleicht versteinern einen? Ja! Ach, wir haben noch Angstgift auf den Pfeilen, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher, können wir die noch relativ schnell davonjagen. Ja, genau. Wunderbar. Und der nächste. So,
36. Boah. So, dann ruhen die. Boah. Ist der doch noch wieder erwacht hier? So, Ziehleine. Nein! Ach, nochmal ein Computerkampf hier. So. Puh, so, wie sieht's bei Chalgi aus? Der braucht noch, der ist ein bisschen zurückgefallen, was die Abenteuerpunkte angeht. So, Waffen pflegen. Tarnelen verteilen. Bisschen meditieren. Wunden heilen lassen. Jo. Und die übliche Aufteilung. Neria macht alles, ja. Und Dompstängel und Yoruga-Wurzel, sehr hervorragend. So, ich denke, das reicht jetzt. Aber wirklich, auch für dieses Video wieder. Schließlich haben wir eben die Kampfmagier um die Ecke gebracht. Ich nenne das jetzt mal Blutzinn. Da reisen wir. Nee. Ja doch, da reisen wir jetzt hin. Vielleicht bis zum nächsten Mal.